Man kennt das Problem. Man hat gerade wieder eine neue Actionkamera zur Verfügung gestellt bekommen und stellt dann fest, verdammt, irgendwie fehlt mir Zubehör, um das Teil irgendwo festzumachen. Ich meine, eine Actioncam bringt mir nichts, wenn ich beim Mountainbiking die Kamera nirgendwo anbringen kann. Dafür haben wir jetzt das hier. Das ist ein kleines Case, in dem mir CC Better 50 Accessoires für die GoPro bzw. allgemein für Actionkameras zur Verfügung gestellt hat. Und was das kann und vor allen Dingen, was hier drin ist, das zeige ich euch jetzt. Mit dem Case von CC Better, was ihr unten in der Videobeschreibung findet, seid ihr wirklich gut bedient und für jede Situation gerüstet. Ganz egal, ob Kopf oder Brustgurt, Selfie-Stick oder kleines Dreibein-Stativ. Ob Schwimmer, damit eure Actioncam nicht absäuft, oder Halterung, damit ihr eure Actioncam zum Beispiel auch auf eurem Auto oder Motorrad befestigen könnt. Ob Helm oder Fahrradhalterung. Mit dem Teil seid ihr wirklich auf eigentlich alles vorbereitet. Und das Beste daran? Das Case hier gibt es mit dazu und in diesem Case findet ihr nochmal ganz viel Stauraum, um alle eure wichtigsten Accessoires mitzunehmen. Und wie das Teil aussieht, wenn man es einrichtet, das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir dann einmal mein ausgefülltes Case und da haben wir hier auf der Seite einmal die Yi 4K Plus, die Yi Light, zwei Akkus, ein Ladeadapter für die Akkus, dann ein Popschutz für das Audioaufnahmegerät, was hier oben liegt, darunter noch drei Batterien, Ersatzbatterien für den Audiorecorder, hier den Brust- und den Kopfgurt, hier eine Powerbank und hier noch ein Micro-USB-Kabel, falls dann doch irgendwie mal die Batterien leer sein sollten, beziehungsweise die Akkus. Und das Mikrofon, was ich logischerweise mit dem Audio-Recorder dann zusammen nutze. Und das passt alles hier rein, weil wir hier ein Schaumstoffteil drin haben, was normalerweise auf ganz normales GoPro-Zubehör zugeschnitten ist. Allerdings, zum Beispiel hier sieht man es, hier passt eigentlich die Kamera nicht rein, beziehungsweise gehört da nicht rein. Allerdings ist alles so weich, dass das gut Platz macht, sodass man hier auch ganz individuell Dinge reintun kann, die da eigentlich nicht reingehören. Hier zum Beispiel die Powerbank oder hier die Akkus für die Yi, die hier in einer Halterung drin sind, wo eigentlich die Fahrradhalterung reinkommt. Also das kann man ganz nach Belieben anpassen und da ermöglicht mir das Ganze hier zum Beispiel dadurch mein ganzes Studio praktisch einfach mitzunehmen, weil hier praktisch einfach mal alles drin ist, was ich brauche, um ein nices Video aufzunehmen, bis auf natürlich den Computer für die Nachbearbeitung. Aber ansonsten ist hier von Bild zu Ton über Power alles dabei, über natürlich die Anschlussmöglichkeiten und das finde ich einfach nur mega nice und wie gesagt, dieser Koffer, der hier dabei ist für die 25 bzw. 27 Euro, ist auf jeden Fall noch mit eins der Highlights und es gibt auch noch ganz viel Kleinkram dazu und den zeige ich euch jetzt. So, und da haben wir ihn auch schon. In dieser Tüte habe ich nämlich alles mal aufbewahrt, was ich gerade noch nicht erwähnt habe. Und das sind vor allen Dingen noch relativ viele Stativschrauben für eure GoPro bzw. euer Zubehör und noch ganz viele Adapterteile, damit ihr auch einfach kreativ werden könnt und euch eure eigenen benutzerdefinierten Halterungen basteln könnt. Und ich würde sagen, wir kippen das einfach mal aus und gucken hier nochmal kurz ein bisschen rein. Wir haben hier mehrere Klebepads, die ihr nutzen könnt, um eure Kamera einfach irgendwo festzukleben. Dann haben wir hier die Helmhalterung, die ihr einfach an den Helm ranmacht, hier mit den Seilen, die kommen dann unter dem Helm durch, da sind ja immer so Schnitte drin und da wird es dann festgemacht. Das Ganze könnt ihr dann noch zum Beispiel, wir haben hier überall so einen ganz schlauen Klickmechanismus, dann können wir diesen Adapter hier zum Beispiel reinklicken und mit dem Teil hier verbinden, beziehungsweise mit der anderen Seite so und dann so und dann hier unsere Kamera reinmachen und das dann zum Beispiel beim Mountainbiking so hängen, dass unser Gesicht dabei gefilmt wird. So entstehen diese ganzen Aufnahmen, wo das Gesicht immer im Zentrum bleibt, falls sich das mal jemand gefragt hat beim Mountainbiking. Das ist also dafür da. Dann haben wir hier noch ein paar mehr Klebesticks, wo hier oben drauf auch diese Halterung ist, wo wir unsere Kamera reinschieben können. Also diese Halterung, die ich euch gerade gezeigt habe, das ist also alles kompatibel und das bekommt ihr auch bei ganz vielen anderen Sets mit dazu. Diese Halterung zieht sich hier durch das gesamte Produkt, das heißt, hier haben wir auch noch so einen Teil davon. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, kreativ zu werden. Dann haben wir hier noch drüben liegen eine Halterung, die ihr zum Beispiel einfach an euer Hemd oder sowas klippen könnt oder zum Beispiel, keine Ahnung, an irgendeinen Tisch irgendwo dran, wo man vielleicht eine andere Halterung einfach nicht anbringen kann. Dafür habt ihr das Teil noch. Und dann, genau wie eben schon erwähnt, haben wir hier das Teil, womit wir das dann an Autos oder Motorrädern festmachen können. Genau. Und wir kriegen hier noch eine kleine blaue Handschleife. So, und hier seht ihr nochmal alles, was ihr hier für diese 25 Euro bekommt. Und wie ihr schon sehen könnt und ich auch gesagt habe, hier von Selfie-Stick über kleinem Stativ zu allen möglichen Gurten, über eine kleine Aufbewahrungsbox, über alle möglichen Stativschrauben in allen Formen und Farben, beziehungsweise in allen möglichen Adaptern in allen Formen und Farben, die auch untereinander alle kompatibel sind, haben wir hier Teile fürs Auto,
Und noch kleine Seile, womit wir das dann zum Beispiel auch einfach, wenn wir es festgeklebt haben, nochmal doppelt sichern können, sodass auch, wenn der Kleber irgendwie doch versagen sollte, die Kamera nicht vom Auto wegfliegt oder so. Und ich kann nur sagen, das Teil für insgesamt 25 bzw. 27 Euro, der Preis variiert da so ein bisschen, ist einfach nur der Hammer. Vor allen Dingen hier drüben mit der, mit der Tasche noch dazu, wo man einfach alles reinpacken kann, beziehungsweise nicht alles, aber das meiste, was man gerade so braucht. Und das finde ich einfach nur mega geil. Und ich weiß, das Video hat am Anfang so ein bisschen so geklungen, das sollte es auch, wie so ein kleines Werbevideo. Aber ich kann das Teil für 25 Euro einfach nur absolut empfehlen. Und wie gesagt, alle Links finden ihr unten in der Videobeschreibung. Und genau, das Teil kostet 25 Euro. Wenn ihr euch das überlegt zu kaufen, dann kriege ich davon ein bisschen was ab. Wird für euch nicht teurer, aber ich verdiene ein bisschen daran. Und das wäre schon ganz nice. Also wenn ihr das kaufen wollt, kauft es einfach über meinen Link. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nach unten oder schreibt was in die Kommentare. Über nette Kommentare freue ich mich natürlich auch. Ansonsten kann ich nur sagen, guckt auf jeden Fall noch meine anderen Videos. Und habt noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Macht es gut. Ciao.